So, in Bukhara gab es einen jungen Mann namens Avram Cheh. Dieser Avram Cheh war in der ganzen Stadt bekannt. Alle kannten ihn als einen sehr freundlichen Mann. Er kam jeden Tag mit der Knesset in der Früh und auch zum Minchavara in der Knesset. Am Abend haben sich alle getroffen in Chaykhana. Chaykhana, das ist so ein bukharisches Gasthaus, wo sich alle Freunde immer treffen. Eines Tages man sieht, Avram Cheh kommt nicht zum Tempel. Nicht in der Früh, nicht am Mittag. Sie denken, vielleicht wird er, er ist nicht gekommen, vielleicht geht es ihm nicht gut. Vielleicht wird er aber sicher zum Gasthaus, zum Chaykhana, wird er sicher kommen. Sie warten ab, Chaykhana kommt er auch nicht. Alle Freunde kümmern sich schon, wo ist Avram Cheh? Am nächsten Tag kommt er auch nicht, wieder nicht, 3 Tage, 4 Tage, nach einer Woche kommt er wieder. Alle sind geschlagen. Avram Cheh, wo warst du? Eine Woche lang haben wir dich gesucht, du warst weder zu Hause noch, wo warst du so lange Zeit? Hey, fragt's nicht, ich war in Scharsavs und ich bin dorthin gefahren, eine Woche war ich dort und ich habe von dort Ware gebracht. Sora, ich habe von dort Ware gebraucht. Oh, wenn du Ware gebraucht hast, nun, dann ist es schon, nicht umsonst bist du weggefahren. Was hast du gebracht? Zeig uns mal, was hast du gebracht? Er steckt die Hand in seine Hosentasche und nimmt eine kleine Box raus und zeigt ihnen, schaut, ich habe da, habe ich Nos von Scharzabs gebracht. Nos, das ist dieser Tabak, was die Bukharen unter die Zunge nehmen. So ein Nos, das habe ich von Scharzabs habe ich gebracht. Und okay, hast du noch? Wir wollen auch ein bisschen probieren, diesen Nos. Den Geschmack von Scharzabs wollen wir auch ausprobieren. Sagt er, nein, ich habe nur diese kleine Box gebracht. Nur diese kleine Box? Für diese kleine Box warst du eine Woche nicht da? Alle haben begonnen zu lachen. Avram Cheh, du bist nicht normal. Für eine kleine, wenn du schon gefahren bist, dann bring 1 Kilo, 2 Kilo, bring etwas mit, damit du nicht umsonst gefahren bist. Alle Freunde haben ausgelacht. Aber was wird mit uns passieren? Unsere Seele ist gekommen von Tachat Kisea Kavod, von einem ganz, ganz weiten Weg ist sie hergekommen auf diese Erde, auf diese Welt. Für was? Um Ware zu kaufen, um Mitzvot zu bringen, gute Taten zu bringen. Nach 120 Jahren kommt der Avram Cheh hinauf und man sagt ihm, nur was hast du mitgebracht? Was ich mitgebracht habe? Ware mitgebracht, was? Ich war 3-mal in Beit HaKnesset. Ich war einmal in der Woche, war ich im Schiur. Ich habe letztes Mal beim Schiur habe ich jemand gesagt, jetzt derjenige, der einmal in der Woche gekommen ist, soll jetzt versuchen, zweimal in der Woche zum Schiur zu kommen. Einer hat mir gesagt, ey, was soll ich jetzt denken? Jeden Tag soll ich kommen? Ja, jeden Tag. Für was bist du auf die Welt gekommen? Du bist auf die Welt gekommen, um etwas Ware zu kaufen. Und diese Ware, wenn du kaufst, kauf schon 1 Kilo, 2 Kilo, komm hinauf mit irgendetwas Vollem. Über Avraham wurde schon geschrieben, bei Avraham Zaken, Baba Yamin. Baba Yamin, was bedeutet Baba Yamin? Er kommt mit den Tagen. Was mit den Tagen? Er kommt mit den ganzen Tagen. Also jeder Tag bei ihm war nicht umsonst. Jeden Tag, der auf dieser Welt war, hat er vollständig ausgenutzt. Es ist als Beispiel, kann man geben, es gibt 2 verschiedene Kalender. Ein Anwalt hat sich einen sehr teuren Kalender gekauft, wo alles drin geschrieben steht, mit einer sehr schönen Umhüllung, hat gekostet für ihn 200 Euro nur der Kalender. Sehr teurer Kalender. Andererseits gibt es jemand anderen, einen Ingenieur, der jetzt, ein Bauingenieur, der jetzt irgendwelche Wohnungen baut. Er hat auch einen Kalender gekauft. Dieser Kalender hat 5 Euro gekostet. Jetzt, der erste Kalender ist in so einer Form, mit einer schönen Umhüllung, man macht es auf und da stehen immer die Tage. 1, 2, 3 und jeden Tag reißt er eine Seite auf. Eine Seite weg, 2, 3 und so sieht er auch den Datum. Jeden Tag, den heutigen Datum, sieht er ganz groß und ganz schön mit einem schönen Rand. Der Ingenieur, er hat einen billigen Kalender gehabt, aber dort schreibt er auf die Schulden. Also er hat von mir jetzt so und so viel genommen, er schuldet mir so viel, davon von dieser Wohnung muss ich so viel Geld bekommen. Bis am Ende dort diese ganzen Schulden, einige Millionen Schulden, die man ihm schuldet, stehen
in diesen Kalender drauf. Wessen Kalender ist teurer? Vom Anwalt oder vom Ingenieur? Wenn wir am Anfang des Jahres reden, ist vom Anwalt, ist sein Kalender ist teurer, 200 Euro kostet er. Andererseits vom Ingenieur kostet 5 Euro. Aber nachher, je mehr die Zeiten vergehen, je mehr die Tage vergehen, der Kalender vom Anwalt wird jeden Tag billiger und billiger und billiger, bis es am Ende nichts wert ist und man schmeißt es weg. Doch beim Bauingenieur jeden Tag, wo er noch etwas dazu schreibt, wird es jeden Tag teurer und teurer und teurer. Genauso müssen unsere Tage ausschauen. Dass jeder Tag von uns vollständig ausgenutzt wird. Jede Stunde, die wir Tora lernen. Man hat gefragt, wer ist ein großer Matmid? Matmid bedeutet derjenige, der immer Tora lernt. Ununterbrochen Tora lernt. Ein großer Matmid ist jemand, nicht der 24 Stunden lernt. Das ist kein Matmid. Ein Matmid ist jemand, der 60 Minuten in der Stunde Tora lernt. Das heißt, du kommst in den Schuh. Wie viel Zeit netto hast du von diesem Schuh ausgenutzt? Hast du mit dem Handy gespielt? Hast du mit deinem Freund getratscht? Oder hast du netto 60 Minuten hast du zugehört beim Schuh? Das ist unsere Arbeit, für die wir gekommen sind. Wenn wir schon etwas machen, dann vollständig. Du kommst zum Schuh für 60 Minuten, dann müssen diese 60 Minuten vollständig sein.